10.000 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal German Dota. Das ist doch mal super und das ist auch eine Feier wert. Und wie werde ich es feiern? Ich werde eine Serie starten, Road to 5K. Also auf dem Weg zu 5.000 MMR. Jetzt denken sich natürlich einige, wollte ich erst sagen, jetzt denken sich wahrscheinlich alle, ist der Martin jetzt völlig verrückt geworden? Und die Antwort ist, ein bisschen vielleicht. Naja, es geht um zwei Sachen. Gut, es geht um mehrere Sachen, aber im Moment stehe ich bei 3.700. 5.000 ist gar nicht so weit weg. Und gerade im Zuge der German Dota Teamspiele gab es ein bisschen Diskussionen überhaupt über MMR, diese unvermeidliche MMR-Diskussion, MMR-Diskussion, die man anscheinend nicht vermeiden kann. Und jeder hat natürlich, oder fast jeder, das Gefühl, dass er auf zu niedrigen MMR ist. Und meine Position allgemein dazu werde ich mal in einem speziellen Video kundgeben. In einem eigenen Video werde ich mal sagen, wie ich das MMR-System finde, was ich davon halte, ob es fair ist und so weiter. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Da würde ich ganz gern mal drüber sprechen. Und wie ich mich selber sehe, kann ich mal kurz anschneiden. Und das klingt auf der ersten, erstmal vielleicht widersprüchlich, aber vielleicht kann ich es ein bisschen klar machen. Also ich habe ungefähr 3.700, ich schwanke mal so, hatte mal über 4 oder 4,5, dann so weiter runter, schwanke jetzt um die 4 vielleicht dann in die Richtung. Und ich bin der Meinung, einerseits, ja, ich bin besser als 4.000. Ich habe, denke ich mal, wenn ich mich vernünftig anstelle, durchaus Potenzial im 5.000er Bereich zu spielen, das ist das eine, oder bis dahin zu kommen. Aber wenn man mich jetzt fragt, anhand der Spiele, die ich hier in letzter Zeit gemacht habe und wie ich jetzt durch das Streamen und alle anderen Sachen, ist es denn total unfair, dass ich jetzt im Moment bei 3,7, 3,8 bin? Muss ich sagen, nein, es ist nicht unfair, dass das Resultat aus meinen Spielen, wie ich spiele, dass ich bestimmte Fehler mache, dass ich viele verschiedene Helden spiele, dass ich oft gerandomt habe in letzter Zeit, dass ich gleichzeitig kommentiere und, und. Also es hat seinen Grund, warum ich auf 3.800 bin. So, und einige Faktoren davon kann ich halt beeinflussen. Ich habe durchaus Einfluss darauf, auf manche Sachen. Manchmal ist es die Kommunikation, manchmal ist es die Einstellung tatsächlich oder wie man an ein Spiel rangeht. Manchmal ist es auch, ja, wie man mit den Leuten zusammenarbeitet, was man pickt. Und es sind ganz viele Kleinigkeiten. Es sind einige Stellschrauben oder welche Helden ich auch wirklich im Ranked spiele und welche ich vielleicht nicht im Ranked spiele. Und all diese Sachen haben zusammen einen Einfluss darauf, welches MMR ich habe. Und wie gesagt, wenn man alle Faktoren mit einbezieht, welche Helden spiele ich, wie kommuniziere ich und so weiter, dann muss man sagen, okay, das ist ungefähr fair, dass ich bei 3,8 im Moment bin. So, dass ich mal schwanke, natürlich ist mal mehr, mal weniger. Ein paar hundert MMR ist immer ein bisschen Glückssache. Aber es ist ungefähr fair. Und aber ich habe mir jetzt vorgenommen, einerseits ist es natürlich 5.000 MMR, aber wenn ich jetzt, oder überhaupt erstmal jetzt weiter steige, ne, einen größeren E-Penis, ist immer besser, größere Zahl, das ist das eine. Das zweite ist, dass man, das ist einfach ein Fakt, tendenziell, ist auch nicht immer gegeben, man darf das nicht mal verallgemeinern, aber je höher man kommt, desto besser werden tendenziell die Spiele. Die Leute, die haben insgesamt schon mehr Ahnung. Es gibt mehr Teamspiele, es gibt mehr Warding, es gibt alles mehr. Und das ist einfach Gründe, warum ich euch auch gern bessere Spiele zeigen möchte. Und das Dritte ist, ich möchte auch gerne so eine Art Vorbild sein. Ich möchte euch zeigen, dass es geht, wenn man es drauf anlegt, im MMR zu steigen. Und ich möchte euch zeigen, wie... ich gehe mal mit Undying auf die Offlane. Also, wie steigt man im MMR? Wie kann ich das mit meiner Einstellung beeinflussen, mit meinem Spielen, mit meiner Heldenwahl? Und will euch ein Vorbild sein und euch den Weg aufzeigen, wenn ihr wirklich selber Wert drauf legt, okay, und sagt, ich möchte jetzt im MMA aufsteigen, das ist mir wichtig. Dann möchte ich euch zeigen, wie das geht. Und das soll diese Serie sein, Road to 5K. Das werden diese Spiele sein. Ich werde nicht alle Spiele drunter fassen, weil manchmal will ich trotzdem einfach ein Fun-Spiel machen, wo ich vielleicht random mache, wo ich vielleicht irgendwas anderes klicke und so weiter. Und das Erste ist jetzt, dass wir mal versuchen, mit dem Team vernünftig zu kommunizieren. Aber gute Stimmung verbreiten. Your turn to pick. So, jetzt verrede ich mit denen so eigentlich. Schau mal, da streiten sich zwei um die Mitte. Und jetzt versuchen wir das ein bisschen aufzulösen.
Der Orange ist schon ein bisschen. Select a hero, please. So, mal schauen, ob das nicht gleich jetzt hier meine Ankündigung. Gleich hier konterkariert wird, indem es einfach nicht mehr klappt. So, schauen wir mal kurz. Ne? Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ja, vielleicht bin ich jetzt mal gespannt. Sehr witzig, dass dann gleich vielleicht das erste Spiel völlig in die Hose geht. So, schauen wir mal. Ah. Egal, dann sollen sie sich in der Mitte ausmachen. Okay. Lila hat immerhin sich vorgenommen, zu supporten. Können wir trotzdem schaffen. Undying ist ein super Offlaner. Und unten haben wir auch ein starkes Team. Dann können wir es trotzdem noch schaffen. Dann müssen wir halt Ember und Zeus einfach ignorieren. Und dann schaffen wir das schon. So. Versuche das so. Jetzt gehe ich also auf die Offlane. Das. Magic Stick. Wäre natürlich irgendwann mal ideal. So. Er will mir einen Observer Ward geben. Machen wir das nochmal. Ja, da müssen wir halt damit leben, dass sich zwar in der Mitte streiten, wie gesagt. Man kann nicht immer. Also auch mit dem. Auch wenn man versucht, alle Faktoren zu beeinflussen, man wird immer wieder mal Pech haben. Und vielleicht ist schon das erste Spiel so ein bisschen. Bringt uns bis nach hinten. Zwei Leute, die sich gegenseitig den Farm wegnehmen wollen in der Mitte. Da habe ich gedacht, damit müssen wir leben. Aber naja, ist halt so. Wenn wir die anderen Lanes trotzdem gewinnen, wenn wir es schaffen mit CK und Crystal Maiden, was ein gutes Team ist, da was zu machen, wäre schon mal was. Wenn ich schaffe, hier oben vielleicht die Pulse zu verhindern. Ja. Der Orange ist super. Der, okay. Ich mute ihn einfach mal. Das ist auch manchmal eine gute Hilfe. Einfach Leute, die offensichtlich Vollidioten sind, wie der Orange. Den einfach zu muten. Das kann auch dem eigenen Spiel manchmal helfen. Ich lasse mal hier kommen einen durch. Der stirbt dann relativ schnell. Und hilft mir möglicherweise dann ein bisschen wieder in sicheres Terrain zu kommen. Zum Glück halte ich relativ viel aus. Gleich die Tri-Lane hier oben. Zum Glück habe ich auch relativ viel Stärke klauen können, was mir etwas hilft hier. So, dann werde ich halt einfach versuchen, eine möglichst sichere Offlane zu spielen.
Immerhin kriege ich jetzt relativ viel XP. Das ist schon mal sehr nett. Ich muss einfach mal vorsichtig angehen. Das schaffen wir schon. Juggernaut ist natürlich ein starker Carry immer noch. Das hat sich nicht wirklich geändert. Und ich kriege sogar ein paar Last Hits jetzt. Ja, guck an. Das ist doch super. Jetzt ganz schön viel Stärke auf einmal ausgelaufen oder abgelaufen. Er hat hier gepult. Ich habe den Tombstone. Autsch. Ja, jetzt bin ich dann doch ein bisschen zu weit gegangen. Da bin ich zu weit gegangen. Ich wollte den Last machen und zum Secret Shop. War ich etwas zu unvorsichtig. Habe ich noch den Tombstone gespendet. Ja, da war ich etwas zu unvorsichtig. Hätte ich auch in der Base kaufen können, dann hätte ich nicht so unvorsichtig reinlatschen müssen. Okay, anscheinend ist in der Mitte schon gestorben. Sehr gut. So, ein bisschen Stärke mir gleich mitnehmen. Zumindest einen guten Start haben. Von den HP her. Okay. Ja, gut, dazu zu gucken hilft mir auch nicht so viel. Hat er schon Boots? Ja. Okay, ist der Ember Spirit schon wieder tot. So. Ich werde als nächstes mir Boots holen. Geschwindigkeit kann ich mir auch mal. Movement Speed kann ich gut gebrauchen. So, haben sie natürlich in der Mitte einen ganz schönen Vorteil. Da der Zeus natürlich auch underleveled ist. Einfach ein bisschen farmen hier. Ist mal ganz gut gerade. Na gut, den reporten wir einfach mal. Wie schön ich diese Erklärung und die Ansage am Anfang gemacht habe. Das ist die extra Herausforderung, die es dann dabei gibt. Welches Level hat er inzwischen? Level 4. Okay, gleich mal die Boots als nächstes. Okay, der feedet jetzt anscheinend extra. Na gut, den reporten wir einfach mal. Sowas hat man aber auf allen Spielstufen mal haben, leider, dass die Leute so ganz komisch drauf sind. So, spielen wir noch ein bisschen. Wir haben jetzt auch damit leben müssen, dass wir das Spiel wahrscheinlich verloren haben. Schade drum. Haben noch versucht, vernünftige Lanes zu bauen. Na gut, gegen die drei wird es ein bisschen schwierig. Your top tower is under attack. Viel Disable. Leider nicht mal schnell genug mein Tombstone rausgekriegt. War zu lange gestunt mit Telekinesis plus dann. So, nächstes Mal Boots.
Ich würde ganz gerne nochmal ein Town Portal haben, um auf den Lanes aushelfen zu können. So, brauche natürlich auch selber ein bisschen Hilfe. Ein bisschen auf den Juggernaut Ulti aufpassen natürlich. So, wie viel haben wir denn jetzt? So, so viel HP hat er nämlich jetzt langsam nicht mehr. Ich kann natürlich ihn trotzdem alleine nicht killen, gerade wenn man nicht weiß, wie die anderen Jungs sind. Das passt dann schon. Jetzt bräuchte ich mal ein Town Portal. Kommen leider nicht zum Secret Shop. Ah, immerhin. Wir haben mal einen Kill gemacht wieder. Bleiben wir mal hier oben. Ich bräuchte mal halt die Arcane Boots als nächstes wahrscheinlich. So, ein bisschen Stärke da klauen. So. Na? Sehr schön. Ich will mich hier oben gleich mal verziehen. Was ein bisschen sehr gefährlich ist. Und weg hier. Gut. Ich brauche viel Mana jeweils, also Arcane Boots sind immer eine gute Wahl an ihm. Wenn man seine Spells ganz schön spammen möchte. Plus... gegen das Team. Ja, das wäre schon nicht verkehrt. People still buy this item. Why don't you pay attention to the metagame? Als nächstes erstmal die Arcane Boots fertig zu machen. Ich laufe mal hoch, da gibt es gerade eh nicht so viel am Tower, dass ich da ganz schnell hin muss. Hat sie einen Ward? Können das schon noch? Sing your praises. Level 3 ist noch nicht so viel gemacht. Sehr gut. Schade. Das wird wohl nicht. So. Sehr gut. Noch ein bisschen Mana mitgegeben. So. Ich mache mal ein Upgrade, damit die Crystal Maiden nicht alles alleine machen kann. Muss.
fortified. So, den Ember kann man eh nicht helfen. Von daher. If enemies attacking your top tower is what you desire, please take action. Ja. Tower under siege. Sehr gut, ihn noch geheilt. Schauen wir mal kurz. Gucken, ob die Christmaiden das weiter wardet. Das wäre jetzt super. Naja, guck. Wir schaffen das noch. Das wäre natürlich der optimale Beweis, dass man ein Spiel, was eigentlich, wo man sagen muss, man hat da keine Chance, wenn wir das noch drehen, wäre es natürlich the shit. Da wollen wir nicht zu weit vorgreifen. Ich hole erstmal meinen Vanguard. Ist hier eine Rune oben? Ja, ist es. Illusion. Your bottom tower has been denied. Immerhin denied. Da wäre durchaus jetzt auch das Upgrade sinnvoll. Gucken, ob ich ein bisschen was baiten kann. Leider nicht. Ganz so einfach ist dann doch nicht. Oh, da hat der zum Glück gepennt. Der hat wahrscheinlich woanders hingeguckt gerade mit dem Bildschirmausschnitt. Na? Der Tombstone. Ja. Schade, dass der CK nicht früher eine Reality Rift gemacht hat. Aber schön gespielt vom Zeus. Sehr gut. Hat er vorher auch gut gemacht. Okay. Ich hole mir als nächstes die Arcane. Die Chainmail. Ja, immerhin. Chainmail wäre recht wichtig. Mehr Rüstung. Man könnte sogar an ihm die Greaves bauen. Die Guardian Greaves nach den Arcane Boots. Haben wir sonst einen Mech? Nein. Das wäre für die Teamkämpfe relativ wichtig. Ja, für diesen sensationell schlechten Anfang schlagen wir uns echt ganz gut. Wahnsinn. Wir müssen aufpassen hier oben. Aber der Juggernaut ist da schon. So, ich kann mir in der Seite mal die Chainmail holen.
Ja, die Lina kommt nicht nach oben. Brauche ich eigentlich nur ein bisschen den Tower schnell holen. Das ist das Ziel. Das kann man gut brauchen als Team. Wenn wir jetzt zusammen in die Mitte gehen. Da hinten halten nämlich jetzt die Zombies noch ein bisschen die auf. Sehr gut. Sehr gut. So, habe ich bald Crimson Guard fertig. Pass auf. Das ist mir tatsächlich lieber, wenn der Ember stirbt, als wenn die Crystal stirbt. So komisch das klingt. So, und als nächstes hole ich mir Guardian Greaves. Das ist einfach fürs Team echt gut. So. Das Mech. Insgesamt Guardian Greaves. Könnte uns in Teamkämpfen ziemlich viel helfen. Ich stehe schon eine Weile da. Entweder wenn ich alleine irgendwo kämpfe oder mit dem Team zusammen. Das hilft uns immer. Und ich habe eh schon die Arcane Boots. Braucht keiner so richtig. Ich mal. Wird mal hier unten pushen. Ich werde dann die nächste Blade Mail, glaube ich, noch holen. Noch ein bisschen Rüstung mehr. Sehr schön. Oben ist der Klings. Klings kommt in die Mitte. Is under attack. Dire structures are fortified. Your top tower ist die Crystal Maiden leider reingelaufen. Ich versuche unten zu pushen. Okay. So. Isn't it nice knowing that material consumption brings lasting happiness? Sehr gut. The enemy's bottom tower has fallen. Na, so viel bis Mechanismen fehlen mir nicht mehr. Klappt mal hier in der Nähe. Gehen wir zurück hier. Passt, wir haben ganz nett gefarmt. Nicht genug Gold anscheinend. Das gibt's auch. Nicht genug Gold für ein Town Portal. Jetzt aber. Ja, das ist natürlich ärgerlich.
Die größte Main ist natürlich ein Opfer. Gucken wir mal. Okay. Bisschen später ich meine Ultiform anmachen können. Ja, Crystal Maiden ist halt leider immer das Opfer. Das wird ein bisschen schwierig zu verhindern sein. So, dann bauen wir als nächstes Guardian Greaves für den Teamfight. So, ich kaufe mal noch ein paar Wards. Naja. Du machst das schon, Klings. So. Na egal, dann mache ich, kaufe ich, bringe ich mir die jetzt selber. Falsch. Bringen. Und vielleicht wäre auch ein Gem, an mir nicht schlecht. Ein Gem. Mid-Tower taking damage. So nicht. Die kriegt er auf jeden Fall, oder? So. Sehr gut. Ich hab Mana gut noch auf Cooldown. Gehen wir gleich an die Base mit den Illusions natürlich. Haben auch die Auren von mir. Die Mag Aura. So, einfach auf den Baracken bleiben. Alles Mögliche ready. Und
Der Tombstone hält ihn noch ein bisschen zurück. Ja, der Tombstone macht seine Arbeit. Sehr gut. So, und jetzt gehe ich auch mal wieder. Das haben wir super gemacht. Und jetzt Zeit zu gehen. Ich kam gar nicht dazu, meine Wards aufzustellen. Ja, aber guck, das Treiber noch. So, Guardian Greaves, die sind ziemlich super. Town Portal. Gut, Kurier ist gerade auf. Ist noch tot. Was hole ich mir als nächstes? Das weiß ich noch nicht genau. So, dann hole ich nochmal meine Sachen aus dem Kurier. Und danach würde ich sagen, ich halte ja schon eine Menge aus, ich starte eine Menge. Das heißt, das tue ich mal auf Platz 1, das auf Platz 3, das ist dann jetzt eher nicht mehr so wichtig wie am Anfang. Und danach ein Shiva's Guard vielleicht. Shiva's Guard wäre nicht schlecht. Noch mehr Rüstung. AC wäre für das ganze Team ganz gut. Ich hole mal Shiva's Guard. Ich habe Rüstung. Brauchen Int. Das kann man alles gut gebrauchen. Ich noch ein Activatable, aber das geht schon. Ach komm, die Nase hätte ich doch kriegen können, müssen, dürfen. Mal ein bisschen zusammenbleiben jetzt. So, jetzt sollten wir nicht übermütig werden, weil es ein bisschen gut lief. Unten hat der CK gepusht. Ich werde dann versuchen, hier einen Ward aufzustellen oben. Da sieht man den Juggernaut. Wenn der Juggernaut da ist, ist er nicht hier oben. So einfach. Ich stelle hier einen Ward auf. Es wäre ganz gut, wenn wir mal zusammenspielen würden jetzt. Wir machen hier oben mal. Ich will mich einfach um den Tower kümmern. Ja. Obwohl, der Kampf ist relativ nah. Wir hätten lieber den Tower machen sollen, wir killen das eh. Bin auf dem Weg. Kommt hoch, Jungs. Anstatt da irgendwo rumzuballern. Okay. Sehr gut. Top Tower destroyed. Der Chaos hat noch ein bisschen Spaß da. Darfst du nicht übertreiben. Na, theoretisch können wir das schon noch verlieren. Ganz geschenkt ist es nicht.
Ich habe sie versucht noch hoch zu heilen mit Soul Rip. Nicht ganz gereicht. So, ein bisschen Mana regenerieren mit dem Stick. Sehr schön. So, die Grief sehe ich ja noch ein bisschen auf. Und die obere Lane holen wir uns. Da kommt auch keine Gegenwehr mehr. The enemy's top barracks has fallen. So, noch geheilt. Könnte möglicherweise reichen. Die halte ich am Leben, so nicht. So nicht. Meine Crystal Maiden lasse ich nicht sterben. Ja, also ich hätte mir eigentlich also eigentlich wünscht man sich solche Spiele nicht, das erste. Und ich habe am Anfang echt nicht geglaubt, dass wir es noch gewinnen nach dem Anfang, dass der Ember wie blöd der sich verhalten hat und wie wenig Lust hätte anscheinend zu spielen. Aber eigentlich hätte ich mir ja kein besseres Spiel wünschen können nach dieser Ansage, die ich gemacht habe, oder? Dass man halt die Einstellung wichtig ist, die Moral, dass man versucht zu kommunizieren. Ich habe versucht, die Moral im Team hochzuhalten. Ich habe dann, sag ich auch so, ich habe das Kurier-Upgrade gemacht und mal Wards gekauft. Das ist nicht unbedingt meine Aufgabe, aber das war auch wichtig wieder für die Moral. Ich wollte die Moral der Crystal Maiden hochhalten, weil die musste als einziger Support so viel machen. Dachte ich, okay, ich helfe dir ein kleines bisschen. Dann hat sie auch wieder mehr Motivation, selber Wards zu kaufen. Und dann gibt sie sich auch Mühe. Also ich habe einfach wirklich mal versucht, alles zu geben. Normalen Spiel hätte ich mich vielleicht am Anfang nicht so wirklich drauf versteift, dass ich sage, hey, ich möchte mein MMA steigern, ich möchte alles geben, ich möchte wirklich zeigen, wie man es schaffen kann. Hätte ich, glaube ich, auch einfach gesagt, fuck it. Ich hätte zwischendurch vielleicht den Ember ein paar Mal geflamed. Ich hätte in meiner Offlane gesessen und nichts gemacht. Auch nicht den Kurier-Upgrade, keine Wards gekauft, nicht geholfen. Aber ich habe es probiert. Und wie gesagt, es hätte eigentlich kein besseres Spiel geben können, um nach meiner Ansage am Anfang und um das eigentlich zu beweisen, ist zu viel gesagt, aber um das zu untermauern, was ich eigentlich zeigen möchte und was ich hier versuche jetzt zu schaffen. Und Hammer! Richtig, richtig, richtig cool. Eigentlich, wie gesagt, ich hätte mir kein besseres Spiel wünschen können dafür. Richtig geil. Traumhaft. Und ich würde sagen, genauso machen wir weiter. Genauso machen wir weiter.